Ja, hallöle Freunde, wir sind zurück, wir spielen Chris. Wir sind jetzt gerade in die Lodge von Josh Eltern eingebrochen. Diesmal habe ich es nicht vertauscht mit den Namen, habe mir jetzt extra Mühe gegeben. Ein bisschen Probleme mit den Namen. Ich tausche die mal so gerne mal ab und zu mal durch. Da ist mal Josh Chris und mal Mike Matt und ist auch alles ähnlich, ne? Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Wir haben nur ein Feuerzeug, da uns irgendwie die Birne, aus welchem Grund auch immer, hier durchgeschmort ist. Bisher keine guten Aussichten. Und hier geht es Was haben wir denn hier? um einen Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Okay. Es geht wahrscheinlich immer hier um Verbrechen und Mord. Und diesen Mörder, der hier rumläuft. Ich will das jetzt nicht weiter durchlesen, weil es klang jetzt nicht so interessant. Viel interessanter ist jetzt nämlich, wie wir jetzt diese Lodge aufkriegen, damit wir unsere Freunde reinlassen können. Und damit die Party hier drinnen steigen können, ne? Ha! Echt cool. Familienpick. Hannah, Beth, wo sie noch lebten, mit Josh und den Eltern. Sieht man tatsächlich mal die Eltern. Nice. Okay, cool. Gucken, was es hier sonst noch so gibt. So versuchen wir eigentlich das Spray, um die Tür aufzusprayen. Und ich Was hoffe war das mal, denn? dass das der Wind war, hoffe ich mal. Sonst. Schluck. What the hell geht hier denn kaputt? What the hell? Badezimmer. Badezimmer ist oben, komm. Ich höre irgendwie so ein Atmen. Ich hoffe mal nicht, dass uns hier jetzt irgendein Viech oder Killer auflauert. Das wäre nicht so nice. Ach, das Fenster hier, ach, zieht durch. Doch alles nur Luftzug. Ich mache mir hier Angst. Durch den Luftzug ist irgendwie eine Vase umgefallen. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Alles eine Erklärung. Es gibt doch für alles eine Erklärung. Aber wo ist denn das verfluchte Badezimmer? Wo komme ich denn hier überhaupt raus? Viele Räume und Gänge. Oder hätte ich jetzt doch unten bleiben sollen? Oh, das ist das Badezimmer. Es war jetzt wirklich totaler Zufall, dass ich hier reingegangen bin. Spray, Spray, Spray. Da kann man noch. Hier. Ach, einmal der in der englischen Schublade hat das Spray. Holy fuck! Was macht denn das Viech da drin und was war das bitte für ein Viech? Sah ja nach einem Fabelwesen aus. Könnt ihr direkt von Witcher stammen? Perfekt. Ah, wir haben das Spray. Und da sind die Girls, die wir jetzt reinlassen. Wir frieren doch hier draußen. Ich mache ja schon auf. Ich muss hier wirklich mal zurückgehen. Mach da alles in der Filmsequenz. Yeah. Flammenwerfer Boy. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Oh, da ist das Monster. Was war das bitte? Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Babyvielfraß. Babyvielfraß. Keine Sorge. Okay. Du wirst bald ein großer Junge sein. Immer rein in die gute Stube. Home, sweet home. So, da fehlen aber doch noch welche. Oh mein Gott, oder? Ist nee, da so ist Matt. Gut drin zu sein. Auch ja. Wenn es irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Mike und Emily fehlen. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was da geht ist er ja. Die Piepe? Mit Jessica. Ach ja, Jessica. Die hab ich ganz vergessen. Wie kann man denn diese heiße Braut vergessen? Ich hab nämlich nur diese Szene nämlich im Kopf. Ich bin nämlich gerade in Matt-Kopf drin. Klar doch. Ja. Komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Ja. Ah, das war jetzt ausschlaggebend. Ganz ruhig, Cowboy. Dass wir das gesehen haben, also dass wir mit Ashley, Mike, die Wahrheit, Matt, die Wahrheit. Siehst du, es geht schon wieder los. Ich wechsle schon wieder die Namen, ja. Dass wir jedenfalls Matt die Wahrheit gezeigt haben, dass Mike mit Emily immer noch am Rummachen ist, ja. Herausfordern, hab dich von Em gesehen. Ich warne ihn, ja? Mike, Finger weg von meiner Freundin.
Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily! Emily? Ich habe absolut kein Interesse an Emily! Sah aber anders aus. Zurückhalten. Okay. Lass mich wissen, ich will nicht, dass es eskaliert, ja? Es soll nicht eskalieren. Nicht gleich zu Anfang. War ein langer Tag. Ja, dann tick nicht nochmal aus. Das werden wir noch sehen. Kommt drauf an, wie du mich provozierst im Laufe des Spiels. Aber nicht gleich zu Anfang, ja? Ist noch ziemlich am Anfang. Wenn wir noch nicht voll durchstarten. Mit Keilereien hier oder irgendwas. Naja, Cheater, du. Dass Jessica wüsste, was du wieder hier mit Emily gemacht hast, du. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Naja. Hast du was gesagt? Sehe ich anders. Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Da seht ihr nämlich schon. Ich wollte nämlich hier keinen Streit mit Mike anfangen, denn diese beiden Zicken hier, nenne ich sie jetzt mal einfach, gehen hier gleich aufeinander los. Es endet dann nachher nur noch in einem Streit und das ist kein schöner Urlaub und auch für Josh ist das, glaube ich, dann nicht so schön hier. Das mit anzusehen, der lädt uns hier ein und wir drehen völlig durch. Ich ist unnötig, Jess. Entschärfen. Ja, komm runter, Emily. Obwohl sie wohl nicht auf mich hören wird. Nein, Schnauze, Matt. Oh, war klar. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. War klar. Außer hier darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. What the hell? Also da jetzt Emily gerade sehe, halt die Schnauze zu mir gesagt hat, ja, will ich dann doch auf Emily gehen, anstatt auf Jessica. Auch wenn die Matt auch fertig gemacht hat, aber ich bleibe jetzt mal bei einer Person, bei meiner Freundin. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Da muss ich eh mal ein bisschen durchsetzen. Warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Echt ziemlich komisch. Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, machen wir vielleicht eine Pause, oder? So sehe ich das auch. Mike, genau meine Meinung. Schau doch mal die Gasthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. Gasthütte? Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Trennt sich hier gleich schon. Stück den Weg hoch. Das passt nicht zusammen hier. Die schlagen sich nur die Köpfe ein. So viel dazu. Ja. Ehrlich. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche? Sie zickt schon wieder. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angeguckt hast. Ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Sie hat ihn voll im Griff. Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, sie hat ihn so im Griff. Damn. Schätze nicht. Und er ist der Knecht und macht alles, der arme Kerl. Komm mit, Schatz. Und jetzt Schatz. Zurück. Und dann können wir das ist ja eine. Ja, und zwar richtig warm. Ach, jetzt so liebevoll auf einmal. Die wechselt ja ihre Persönlichkeit. Okay, dann los. Damn. Ah, ich glaube, sie ist aber eigentlich ganz nice. Das ist nur so eine Masche. Ich nehme jetzt ein Bad. Nur so ein Schutzpanzer. Darf ich mitkommen, Sam? Ein Bad? Nice. Ich glaube, es ist nur so ein Schutz. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie so auf Zicke macht und auf so hier, ich bin die Beste und irgendwelche Leute runtermachen. Im Sexy. Nichts dagegen. Die gehen ran. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier! Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Viel Spaß auf den billigen Plätzen. Puh,
Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Bitch. Nein. Sind hier alle am Cheaten, die Kleinen hier. Recht offen für die alle hier eine Beziehung. Oh, und ich kann hier voll auf dem Arsch filmen, ne? Aber jetzt nicht mehr, jetzt sehe ich sie nur von vorne. Mist. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Wir müssen zur Gasthütte, um ein Schäferstündchen zu halten oder um uns näher zu kommen. Ist das jetzt richtig? Damn. Hey, Knackarsch. Fotosession. Du bist ein Knackarsch. Super Einfall. Nicht dieser Mike. Okay. Soll ich das Bild mal voll versauen? Alter, so scheiße, wie ihr guckt, Mann. Bitte, hallo. netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Ja, wenn ihr so beschwert. Okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Das ist auch gar nicht so einfach. Dann los, nichts wie ab zu der Mitte. Das Problem hatte ich auch schon manchmal. Oh, nice, ey. Ich wollte es eigentlich gar nicht verhauen. Ich wollte absolut nur so Spaß gemacht, dass ich es verhauen sollte. Und auf einmal haben die so komisch geguckt und... Das lag doch an denen, das lag doch nicht an mir. Es ist eiskalt hier drauf. Wie lange hätte ich denn warten sollen? Da kann ich Abhilfe schaffen. Die ihre Spaß, die Fressen zeigen. Ich hätte da ein paar Ideen. Oh, erst zeigen, bitte. Oh, wow, 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 wow. Mike, geh weg, ich will den Ass. Oh, Gott. Jessica. Oh, und diese... Oh, hey, darf ich nicht filmen? Emily ist so dumm, wie sie aussieht. Anleuchten. Wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Alter, geht's dir eigentlich gut? Ah, ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja, gut, dann scheiß auf Emily. Es macht die Stimmung jetzt zunichte und ich glaube, dann kann ich sie nicht, wenn ich so weitermache, wird es kein Schäferstündchen geben. Also sagen wir, zustimmen, scheiß auf Emily. Ja, was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja! Obwohl ich es halt nicht richtig finde. Schau im Wörterbuch nach, Schlampe! Dass sie jetzt sagt, hoffentlich wird sie vom Bären aufgefressen. Ich meine, das ist, dumm halt, ne? Ich sag nur ihre Fröbellache. Das geht nicht. Wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, stimmt. Ist er hier? Alright. Schauen wir mal. Was liegt denn da? Nein, toter natürlich. Mike! Lange kein. Ja, gleich. Schmeißen, damit's weitergeht? Was ist ein Genie? Oh! Generator. Genie. Ich habe ein Genie in der Hose für dich. Ich mache ja schon den Genie an. Ist das der Genie, der da hinten leuchtet? Okay. Nee, das ist kein... Doch. Und... Boom. Boom. Sehr gut, Mikey. Er sagt auch Boom. Lustig. Ja. Gut. Jetzt haben wir Strom. Danke sehr. Oh, Sam Fisher, aka Jason oder was auch immer das für ein Typ ist, läuft hier rum. Weg, 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 weg. Los, weg. Könnt ihr mal ein bisschen schneller? Komm, Jessica. Ich habe eine unheimliche Gestalt gesehen. Lass uns mal lieber weiter. Oder laufen wir ihm jetzt nicht direkt in die Arme, wenn wir so laufen? Keine Ahnung. Mal gucken. Tada! Sesam, öffne dich. Bitte. Bitte sehr, die Dame. Ziemlich gut, oder? Ja. Du bist ziemlich gut. Total, das ist... Lass mir deinen Hintern knutschen. Ja, ich hab die Hits. Du hast den Ass und die Hips, ja? Nicht die Hits. Oh yeah, doch. Aber der Song bringt mich in Stimmung, muss ich sagen. Ja, yeah, oh yeah. Und oh! Bist du gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ja, auf, bei den Proportionen... Du warst von gespannt, Süße. Alter, geht jetzt mal rein, wie die wackeln. Da haben sie sich Mühe gegeben. Ja. So wie ich das höre, ein Sexurlaub, sagt Jessica. Oh, geil, geil, geil. Aber so nice die Aussicht auch ist, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute.